Hallo und herzlich willkommen zu deinem Super-Vollmond-Reading am 12. August. Wir haben Vollmond im Wassermann. Und ich finde, Portaltag und darauf ab, Super-Vollmond bzw. Vollmond, das ist ein bisschen das Gute zu viel. Also es sind unglaubliche, starke Wandlungskräfte im Gang und sie fordern einem doch schon auch recht raus, wie ich finde. Und darum ist es auch sehr, sehr wichtig, mit diesen Energien, mit dem Energiepotenzial, das einem gegeben wird, in dieser Zeit gut können mitzugehen und der Takt und der Rhythmus von dieser Bewegtheit, die hier gegeben wird, wirklich gut können aufzunehmen und auch können zu integrieren. Und wenn einem das gelingt, dann wird es automatisch auch im Inneren ruhiger, besser. Es kann sich etwas entspannen und es findet so eine tiefe Losgelöstheit auch statt von dem Stress, den doch im Moment sehr viele Leute irgendwie können spüren und auch erleben. Und wie immer ist natürlich Vollmond eine fordernde Energie dahingehend, weil sie natürlich über das Unterbewusste sehr stark wirken kann und das Thema kann freigeben, das möchte angeschaut und betrachtet werden. Und darum habe ich hier für uns ein kleines Reading parat gemacht und ich lege jetzt einfach mal los und wir schauen mal, was uns hier erwartet. Wow! Be ecstatic! Schau mal, sie hat hier so Oktopushaar. Und hockt hier in einem Lotus inne. Wow, ich spüre, es geht um eine ganz, 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 ganz tiefe, tiefe Öffnung von dir und von deinem ganzen Sein, von deinem ganzen Wesen. Und dass du darfst durchdrungen werden von Kopf bis zu den Füßen, von heilenden Energien, die dich einfach ganz entfesseln und entzaubern können. Und wenn ich dir das schon mal gesagt habe, die Unruhe, die gewirkt hat, Anfang August, wo ja, jetzt bis und mit Mitte August, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger wird, ihre Wirkung erzielen, hat eben keine andere Intention als hier, die Ekstase in dir innen auszubilden. Und es hat genau auch mit dem zu tun, dass du eben darfst, die innere Ton, deine innere Frequenz, die eigene Rhythmus oder der neue Rhythmus anfangen zu spüren, wo du darauf hingeschult wirst, um eben mit dir in die Ekstase zu kommen, was letztendlich auch dazu führt, dass du kannst transzendieren und somit die alten Formen, die alten Identitäten, wo du glaubt hast, wer du bist, wirklich tiefgreifend kannst hinter dir lassen. Und das ist etwas Schönes. Es ist etwas, was dir immer wieder ermöglicht, oder gerade in dieser Zeit ermöglicht, mit dem Vollmond, der natürlich schon vorher seine aufbauende Wirkung hatte, die auch noch über das Datum hinaus weiter wird wirken und die Botschaften sind ja eigentlich zeitlos, wo immer wieder die wieder an diesen Punkt möchte führen von einer Grenze, die du möglicherweise spürst in deinem Leben und wo die über die Grenze eigentlich eben in die Entgrenzung von der Ekstase möchte leiten. Und das ist ein vollkommenes Öffnen von deinem Sein zum Allganzen. Und das ist natürlich auch etwas sehr archetypisch Weibliches. Darum haben wir ja hier auch die weibliche Energie abgebildet. Weil das ganz viel mit Öffnung und Hingabe ist etwas, das typischerweise mit der weiblichen Energie verbunden ist. Und somit auch in der weiblichen Energie noch mehr gefordert wird, als in der männlichen Energie, grundsätzlicher Art. Aber wir tragen ja immer beide Energien in uns. Und ich sehe für dich, dass du weiter musst.
dass du dich öffnen darfst und auch gut darfst überprüfen in dieser Zeit, wo gibt es in deinem Leben möglicherweise Themenfelder, wo du einerseits dich selber begrenzt, andererseits begrenzt wirst und das Gefühl hast, du kannst dich nicht öffnen. Und erlaub dir, dass die Kräfte, die jetzt hier wirksam werden mit dem Supervollmond im Wassermann, wo ja sowieso sehr eine innovative Energie ist, die dahingehend werden wollen öffnen, um dich in deiner individualisierten Natur ganz zu spüren. Und die ganz können zu erleben. Wow, es ist sehr schön. Es hat sehr viel auch mit dieser sinnlichen Energie zu tun, die ich hier auch spüre. Eine sehr tantrische Energie, die sich logischerweise auch öffnet, wenn du bereit bist. Und hier haben wir es auch. Honor the lineage. Was so viel heisst wie, es geht nur in Schichten. Deine Transzendierung geht in Schichten. Und genau so tief reinzukommen, dass du so tiefe Ekstase kannst spüren oder dich so kannst lösen, auflösen, kannst entgrenzen, das ist natürlich eine Arbeit, die in Schichten stattfindet und wo ganz viel altes Zeug jetzt nochmal in dieser Zeit abgedreht wird, um dich zu lösen und zu befreien von diesen Begrenzungen, die um sie. Das Ziel von diesem Zustand ist natürlich klar, dass du hier in die Ekstase kommst. Das habe ich dir auch schon gesagt in dem Beitrag, den ich Anfang August gemacht habe zu Shiva. Ja. Aber es geht in Schichten und es ist auch nichts, was du künstlich kannst beschleunigen, weil du musst verstehen, was in jeder einzelnen Schicht von dir innen stattfindet. Du musst verstehen, was dich begrenzt, was dich in deiner eigenen Grenze hält, was natürlich auch Aspekte sind von der Angst, Aspekte von der Selbstbeschränkung, Aspekte von der Selbstsabotage und so weiter, aber auch Aspekte, die eben von dir in dieser Deutlichkeit nochmal möchten, durchlebt und auch erfahren werden, damit du eben später ja, in aller Reinheit in die Ekstase kannst kommen und die auch kannst zelebrieren. Es geht nur ein Schritt um einen anderen und genieß das. Das hier zu erleben in dieser heiligen tantrischen Energie ist natürlich sehr ein grosses Privileg. Aber das ist nicht minderwertig zu dem, was du hier jetzt, heute erlebst. Es ist anders. Natürlich ist das hier ein Superlativ. Aber das, was du erlebst, ist auch gut. Und auf jeder Stufe von deinem Bewusstsein existiert die Möglichkeit, dass sie absolut ist, dass sie rein ist, dass sie pur ist und dass sie in dieser Form, wie du dir und deinem Leben begegnest, genau richtig ist und pur ist. Ja, ich muss dabei gerade an das Beispiel denken, das ich eben immer erlebe mit Männern, wenn ich sie frage, ja, hast du auch schon Ekstase erlebt? Und dann schauen die mich so ganz komisch an und sagen so, nein. Ja, es geht in Schichten. Ja, in Schichten. Und was auch heisst und zeigt, wie untransformiert und untranszendiert sexuelle Energie ist. Ja, insbesondere auch eigentlich männlich sexuelle Energie, wo ja da eigentlich nur die Kräfte kann wirksam machen kann. Ja, natürlich kann die Ekstase auch von einer weiblichen Quelle kommen. Darum frage ich auch immer auch all die Männer, die in der heiligen Männlichkeit unterwegs sind, oder auch natürlich auch alle anderen, die hier zuschauen, wie gehst du mit dem um, wenn sich eine Frau die sich so öffnen würde für dich?
Ja, also bei ganz vielen wirst du nichts anderes sehen als so ein vertattertes, dummes Gesicht. Ja, sie können nicht mit dem umgehen. Warum nicht? Weil die Reflexion von dem weiblichen Licht, ja, wo so grossartig ist, wo so schön ist, wo so pur ist, wo so rein ist, eine schlichte Überforderung darstellt im männlichen Kollektiv und ihre eigenen Themen von der Unzulänglichkeit sofort als Licht befördert, von der Scham, vom mangelnden Selbstwert, vom Gefühl, nicht können zu genügen, von Versagensängsten etc. etc. Und darum ist es auch wichtig zu wissen, der Weg ist das Ziel, Honor the Lineage, ja, und du kannst Schritt für Schritt machen, als Frau sowie als Mann, und es gibt nichts zu überstürzen. Wenn du transformiert bzw. transzendiert bist, dann ist es kein Problem, dann können sich beide Partner ohne Problem auf das hier einlassen und das wird so zu einem ganz grossen Fest, zu einer Zelebrierung, ja, zu einer Hochzeit von diesen archetypisch männlichen Energien und archetypisch weiblichen Energien. Und das ist von absoluter Schönheit und Sinnlichkeit und Liebe geprägt, oder? Aber das setzt wirklich voraus, dass beide transformiert sind, ja. Und im besten Fall transzendiert, beides natürlich. Aber transformiert allein reicht schon. Ja? Weil wenn das nicht der Fall ist, ja, dann kannst du dich für jeden Tantra-Kurs anmelden, du kannst irgendwo in eine Tantra-Massage gehen. Das ist dir alles so irgendwie lieblich und nett und süß. Ja? Und ich bin mir sicher, die Leute geben sich auch Mühe, aber ich kann dir sagen, das, was ich gesehen habe, bisher in diesem Rahmen, es kommt nicht an das her, was ich dir hier erzähle. Warum nicht? Weil die Menschen nicht transformiert sind, geschweige denn transzendiert sind. Das sind Menschen, die ein grosses Körperbewusstsein haben, die möglicherweise auch den seelischen Weg der Berührung haben und die einfach grundsätzlich von ihrem Wesen eine gewisse Körperlichkeit brauchen. Ja? Das gibt es ja. Es gibt Menschen, die sind eher mental veranlagt, andere mehr körperlich, nochmal andere mehr emotional. Und wenn die Energien nicht in eine Transformation, geschweige denn in eine Transzendierung kommen, es bleibt nett. Ja? Und wir alle wissen, nett, das ist die kleine Schwester von hässlich. Weil die Fülle nicht da ist. Weil die Opulenz nicht da ist, weil die Schönheit und auch die Liebe nicht da ist. Sie machen es zwar lieb, ja, und nett, aber es ist vielleicht auch lieblich und süß, aber mehr so, so ein bisschen Kuschelromantik, ja, so hauptsächlich ein bisschen kuscheln. Und das ist nicht das, wovon ich rede. Ich rede von Ekstase, wo tief schön ist und wo eine Langsamkeit drinnen ist, wo jeder Aspekt, ja, jedes Aufglitzern vom Licht möchte angeschaut und genossen werden. Und darum sage ich auch, die Prozesse, die gehen Schicht um Schicht und es ist ein tiefes Vordringen zu dem, wer du wirklich bist. Und so ein Prozess muss langsam gehen. Tantra bzw. Tantrismus ist ein Prozess von der Langsamkeit. Ja, das ist nichts für schnell, schnell. Es muss langsam gehen und es hat nichts mit Kuschelromantik zu tun, weil das ist sehr häufig leider. Ja. Warum ist das so? Weil die Menschen nur sehr oberflächliche Ahnung haben von der Weisheit, die vermittelt wird. Sie lernen zwar die Weisheit im Sinne von Wissen, aber sie können sie nicht können integrieren im Sinne von einem tiefen Gefühl. Wenn es auf der rationalen Ebene bleibt und sie das nicht verinnerlichen und die Weisheit von tiefem Herzen her verstanden haben, dann bleibt es, wie gesagt, oberflächlich, schal, kuschelig, ja, und nett. Und das ist nicht das Ziel. Das ist niemals das Ziel. Und das ist ja auch der Missbrauch, der leider Gottes betrieben wird, um irgendwo sexuelle Bedürfnisse nicht in der Ecke von Prostitution und süchtigem Erotikmarkt, ja, können abzufedern und aber auch nicht irgendwie im Massagebereich, sondern irgendeine Zwischennuance zu finden.
Ich bin mir sicher, dass es dort auch mehr oder weniger gute Angebote gibt. Aber sehr gute Angebote, das wage ich zu bezweifeln. Das wage ich zu bezweifeln. Warum? Weil die Menschen einfach ihre spirituelle Entwicklung noch nicht so weit sie kommen. Und das ist auch gar nicht nötig. Es ist nicht nötig. Aber es hat natürlich durch das auch nicht die Tiefe, ja, und auch nicht die Breite von dieser Wirkung, die es eigentlich könnte haben. Ja. Und somit auch nicht die Möglichkeit, in diesem Höchstmaß sich müssen zu individualisieren, um in seine absolute Schönheit und Durchdringung können zu kommen, ohne dass es auf irgendeine Art und Weise künstlich wirkt, schal wirkt oder nur nett wirkt oder billig wirkt oder oberflächlich, in keinster Weise. Das ist eine Hochkultur von sexuell erotischer Schönheit und auch Sinnlichkeit. Ja. Aber das ist nur ein Weg, wie Ekstase kann erfahren werden. Ekstase kann natürlich über viel mehr erfahren werden. Es ist so wie ein tragender, mystischer Raum voller Heilung, voller Vibration, wie ein Tanz, wo sich der Tänzer völlig von davon auflösen. Und es spielt gar keine Rolle, was du machst, ob du dich im Tantra findest, ob du dich im Tanz findest. Es spielt keine Rolle. Das Ziel ist, dass du es mit all der Liebe machst und mit dem höheren Bewusstsein um das, was es ist, und somit auch mit einer ganz grossen Wertschätzung und Dankbarkeit dem gegenüber, was ist. Und dann entsteht aus einem ganz natürlichen Prozess die Ekstase. Gut. Ass von der Stäbe. Es geht um Initiativen. Es geht um vorwärts zu gehen. Es geht um klar zu sein. Es geht darum, die Kraft können zu spüren, die Entschlossenheit, vorwärts zu gehen und für das einzustehen, was du gut empfindest, was du schön empfindest, was du als richtig empfindest, was dir gefällt, was dir Freude macht, und das anzupacken und für das einzustehen. Und in dem Innen auch deine eigene Kraft gut können zu spüren. Deine Entschlusskraft, deine Entschiedenheit, vorwärts zu gehen und aus dem heraus kreativ zu werden. Und die Liebe können zu spüren, wo in diesem Raum ist. Und auch die Liebe können zu spüren, wo in dir ist. Und können zu erkennen und zu sehen, wie sich alles um dich herum von davon ausdehnen, wie sich dies Aurafeld ausdehnt und ausbreitet. Und dass das ein grosses Wohlgefühl verursacht. Und einfach so eine absolute Entspannung gleichzeitig und tiefe Freude, die von innen herkommt. Das ist sehr schön, das zu sehen. Es ist sehr schön, das zu sehen und vor allem auch zu spüren, wenn du dem nachgehst, was du für richtig hältst und wo es dich herzieht, dass dann die unglaublich kreativen Energien können freigesetzt werden. Und das ist gut so. Folg dem, vertrau dir. Page of Cups.
Auf dich wartet schon gleich eine neue Welt. Und ich sehe, dass du irgendwo am Abschied nehmen bist oder noch darfst Abschied nehmen. Und wenn du bereit bist, dass du durch das hier oder da, ja, wirst du durchgehen können. Das Tor hat sich schon geöffnet. Und du siehst es schon. Und es ruft dich auch schon. Und bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Ort, wirst du nochmal ganz eindeutig mit der heilenden Energie von der liebevollen Selbstliebe aufgeladen. Damit du bei dir bist und bleibst. Damit du dich nicht desorientierst oder in Zweifel verfallst, dass das, was du empfindest, falsch wäre. Es ist richtig. Folge deiner Intuition und geh dorthin, wo du her willst, mit deinem offenen Kinderherz. Und freu dich, was auf dich wartet, weil es kommt so einen tiefen inneren Frieden, eine absolute Entspannung. Die Entspannung, wonach du dich schon so sehr sehnst. Und auch so ein aufgefangen werden, wie als würdest du auf Watte laufen. Und ich soll dir sagen, du bist ein Kind von diesem Universum. Also Freude, bist mutig und gang vorwärts. Wow. Königin von der Kelche. Wunderschön. Es berührt mich, das zu sehen, weil ich sehe, dass die Königin von der Kelche auf dich wartet. Und dass sie dich in den Arm wird nehmen und dich wird aufnehmen. Dass du ganz viel Güte wirst können bekommen und so viel Liebe. So viel Liebe, wie du sie vermutlich in diesem Leben noch nie bekommen hast. Und dass du dich in deinem Vis-à-vis, wer auch immer das Vis-à-vis wird sein, wenn du es initiiert hast, du musst es initiieren. Und wenn du gesprungen bist, die wird aufnehmen. Die wird aufnehmen. Die wird aufnehmen. Ich spüre einfach bedingungslose Liebe, die zu dir fließt und noch wird fließen. Wirklich so eine echte, tiefe Liebe, die von Herzen herkommt und die so vieles in dir heilen kann. Genieß das. Genieß den Ausblick.
geniesse die tiefen Gefühle, wo entstehen, die Gefühle von der Ekstase. Die sich für dich werden öffnen. Wo du getragen wirst von diesen Gefühlen. Wie ein heilsam balsamischer Teppich, der so mystisch ist und schön gleichzeitig. Aber du musst diese Initiative ergreifen, weil du hast viel weibliche Energie, die parat ist, aufnehmend. Und die in eine Öffnung möchte führen. Insbesondere, wenn du als Frau noch nicht in die Öffnung gekommen bist. Und für dich als Mann zur tiefen Heilung und Wiedererkennung von deiner männlichen Energie. Wow, es ist so schön. Ein schönes Gefühl. Auch ein Gefühl von es geschafft zu haben, hierher dürfen zu kommen und das können zu geniessen, was ist. Ja, take the lead. Du sollst die Führung übernehmen. Und zwar die Selbstführung. Einerseits als erstes und andererseits Führung kommt aus der männlichen Energie. Und die männliche Energie ist das Ass von der Stäbe. Sie geht in die Führung, um die weibliche Energie zu führen. Und ohne das kann sich die weibliche Energie auch nicht öffnen. Die Öffnung von der weiblichen Energie, da, wo der Teppich von dem Balsam, von dem Heilfeld öffnet, ist nur auf eine Reizung der männlichen Energie hin möglich. Und das ist ja das Geschenk, das wir uns hier die ganze Zeit machen, dass wir in diesem liebevollen Verbund sein dürfen, zusammen sein. Also, es ist an dir, die Schritte vorwärts zu machen. Ja, an niemand anderem. Gang vorwärts. Du kannst sowieso nur noch vorwärts gehen. Da. Wow. Der Heilungstempo. Erneuerung. Heilung. Geborgenheit. Dazu gibt es nicht viel zu sagen. Sondern du kannst einfach das aufnehmen, was hier im Raum ist. Und die heilenden Energien einfach wirken lassen. Und spüren, dass unendlicher Schutz für dich hier ist. Dass es keinen Druck gibt, keinen Stress gibt, was deine Entwicklung anbelangt. Sondern dass du Schritt für Schritt, Schicht um Schicht zu deiner ganz persönlichen Ekstase wirst kommen. Was ein grosses Geschenk von der Liebe an dich selber ist, von dieser
tiefe Liebe auch von dieser Seele, wo du bist, an dein Menschsein und in diesem unglaublich schönen Ausdruck von dir selber. Heilige Reise, Introversion, suchende Selbsterkenntnis. Es wartet etwas auf dich. Das ist das hier. Wenn auch immer du bereit bist und du bist schon auf deinem Pfad, auf deinem Weg und du wirst es auch nicht verfehlen, wird in diesem Heilungstempo, das du wirst erreichen können, hier die Königin der Kelche auf dich warten. Und sie wird dich einweihen in die heilenden Energien von der neuen Zeit. Da ist viel, viel atlantisches Bewusstsein, das ich spüre, das auch zu dir möchte fliessen und dich möchte berühren. Wo dich auch wird, ja, unterrichten in Bezug auf deine Ekstase, in Bezug auf deinen Selbstausdruck, in Bezug auf deine Gefühle. In Bezug auf deine Weiblichkeit, falls du Frau bist. Und falls du Mann bist. Dass du darfst in Liebe aufgenommen werden. Wow, das ist so ein schönes Gefühl. Das ist so mega weich und warm. Total geborgen. Absolut oberinnig. Und einfach schön. In diesem Sinn, alles Liebe. Und bis zum nächsten Mal.